Moin. Herzlich willkommen zum neuen Vlog, oder wo sind wir? Genau, da sind wir. Wo kommst du denn gerade her? Von draußen. Was hast du draußen gemacht? Paket abgeholt. Und gleich zeigen wir mal, was drin ist. Aber erstmal geht's los mit dem Vlog. Ja, seit langer Zeit ist mal wieder so weit, ich habe mir ein neues Handy gegönnt, aber auch nur, weil mein Vertrag beendet war bei Telekom. Und dieser Vertrag mit den Abzahlraten vom letzten Handy jetzt schon ein paar Monate gelaufen ist, ohne dass ich ein Handy abbezahle, weil der Vertrag, wie gesagt, beendet war. Und ich habe mir ein neues iPhone gegönnt, obwohl das andere hier noch bestens funktioniert, muss ich sagen. Mal sehen. War auch wieder so ein Abenteuer. Man bekommt ja bei DHL bekommt ja alle Nachrichten, was den Paketstatus betrifft, aufs Handy. Dann wurde heute gesagt, Ihr Paket kommt heute an und wir werden Ihren Wunschnachbarn, falls Sie nicht zu Hause sind, berücksichtigen. Ich rufe bei der Arbeit oder von der Arbeit extra unseren Nachbarn an, ob der bitte mein Handy annehmen könnte. Ja, hätten sie gemacht. Kam die Nachricht, das Paket wurde zur Paketshop-Filiale weitergeleitet, da sie nicht anzutreffen waren. Kurze Frage, darf ich das öffnen, weil ich das mag, die Folie abzuziehen und so? Ja. Oh ja. Kannst du ja währenddessen was erzählen, Stefan? Ja, was soll ich erzählen? Es ist wieder ein iPhone. Welches? 14. Das geht gar nicht auf hier. Ach. Darf ich mal zwischendurch mal eben zeigen, dass sich Fensterputzen immer noch lohnt. Ich darf mal eben zeigen, ich habe ja gerade vor einigen Tagen die Fenster geputzt. So, und dann ist gestern wohl das da passiert. Das ist eigentlich größer, muss ich eine neue Hülle kaufen. Ich befürchte, du brauchst eine neue Hülle, weil das hier ist ja eckig und das andere ist rund. Das ist immer blöde. Brauche ich ein neues Panzerglas da drauf und eine neue Hülle. Nochmal wieder 60, 70 Euro weg wahrscheinlich. Naja. Technik, die begeistert. So sind wir auch schon draußen. Genießen das schöne Wetter. Es wäre hier schön kalt geworden. Und ich probiere jetzt mal, da ich ja sehr viel online bestelle, die Sachen, die ich brauche. Eine Handyschutzhülle und so eine Panzerfolie mal bei uns in der Stadt zu kaufen. Ich hoffe, es klappt. Ja, und ich begleite Stefan als Sidekick. Genau. Und bei diesem komischen Wetter, dann merke ich wieder, wie sehr ich mich auf die Florida-Reise freue, die vom heutigen Tag, wo wir das hier filmen, noch 17 Tage entfernt ist. Das ist schon Wahnsinn, oder? John meinte eben, es ist fast wie Weihnachten, wo man früher so immer die Tage gezählt hat. Ja, das meinte ich. Hat Stefan mir jetzt ja vorweggenommen. Oder willst du lieber nicht durchsichtig, sondern irgendwie ein Schwarz? Oder das ist dann aus Leder zum Beispiel. Ich koste 10 Euro mehr. Nee. Komm, kann ich erst machen. Es hat geklappt. Im Laden hinter uns haben wir tatsächlich die Original-Apple-Schutzhülle bekommen und eine Panzerfolie. Und das Ganze hat dann gekostet, ja, 84 Euro. Das ist immer ein Nachteil, wenn man Apple hat, nicht? Oder? Nö, hat ja auch seine Qualität. Ja, das stimmt. Also ich habe die Hülle beim alten iPhone ja auch gehabt. Die hat wirklich bisher super Dienste geleistet. So. Ab nach Hause. Genau. Die Jungs sind in der Stadt und ja, besorgen den Handy-Dödelkram da irgendwie. Meine Aufgabe ist es jetzt, fürs Abendessen zu sorgen. Und ja, das gibt eine ganz schnelle Nummer hier. Und zwar, wo habe ich es? Muss ich euch mal eben zeigen. Das ist schon im Müll. Es gibt Nachtisch bei uns. Und zwar hier so eine Paradiescreme. Schnell angerührt und im Endeffekt günstiger, als wenn ich so einen Schokopudding für jeden kaufe.
Habe ich schon vorbereitet. Hier ist er. Wird schon kalt. Und was es noch gibt, ist auch im Kühlschrank. Moment. Es gibt Tortellini. Und zwar mag ich das gern mit einer scharfen Soße. Die brauche ich auch nur erwärmen. Also alles easy peasy heute. Und dann gibt es für Stefan und mich ein bisschen Topping. Ich glaube, John mag es nicht. Ups. So. Und zwar im Gefrierfach hier die Garnelenpfanne. Die werde ich separat in der Pfanne anbraten, wie der Name schon sagt. Und dann kann man sich das dann über die Tortellinis machen. Und ich hoffe, jeder kommt hier auf seine Kosten und es schmeckt allen. Und nun sind wir auf dem Rückweg und der Tag, an dem wir hier gerade filmen, ist ein Dienstag. Und was ich mich frage, weil eigentlich wir wollten ja heute die zweite Folge, die rauskommt, Mandalorian gucken. Und ich frage mich, ist die denn heute schon draußen überhaupt? Das war heute ist erstmal Mittwoch. Wirklich? Ja. Ich sag ja, die Jugend ist verstrahlt. Ach, nee, die weiß nicht mal den Wochentag in der Woche. Na gut, dann ist alles geklärt. Freue ich mich schon sehr drauf. Ist Mittwoch. Heute Mittwoch, ja. Na gut. Und ich freue mich auch schon aufs Abendessen gleich. Ich weiß gar nicht, was es gibt bei uns heute. Ich auch nicht. Also Simone hatte mich vorhin einmal angerufen, ob ich Vorschläge habe, was wir heute zum Abend essen können. Was hast du dir denn gewünscht? Naja, so Speckpfannkuchen. Und dann wurde es abgelehnt und... Gott sei Dank. Warum? Ist doch voll geil. Ja, also das ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Aber gut, wir wollen mal gucken, was Simone gleich Schönes für uns vorbereitet hat. Am Weltfrauentag, der heute ist. Darf Simone erstmal kochen für uns? Ich wollte es mir schon verkneifen. Ich verkneife mir gerade ganz schön viel. Machen wir lieber schnell die Ansage aus. Ja. Da ist er, der beste Eistee. Wildkirsche. Wildkirsche? Der andere ist alle. Ach, haben wir keine Waldbeere mehr? Nee, der hast du ausgetrunken. Erdbeere. Nee, das ist, glaube ich, Waldbeere. Wie angekündigt, so sieht es auf dem Teller aus. Tortellini mit scharfer Soße, ein bisschen Tomaten und für Stefan zum Dekorieren hätte ich fast gesagt, als Topping noch ein paar Garnelen für dich. Wieso ist nur für mich? Weil du die so gerne magst. Und wir haben das früher öfter so gegessen. Erinnerst du dich? Ja, erinnere ich mich. Vor Jahrzehnten. Das ist ja mal ein gutes Essen. Tortellinis gefallen mir sehr gut. Habe ich jetzt aber schon des Längeren nicht mehr gegessen. Naja, probieren wir mal. Ja, ungefähr so hatte ich die noch in Erinnerung. Schmeckt mir sehr gut. Und wie schmeckt es dir? Auch bestens. Ich liebe Tortellinis. Die Frage ist ja, ob die Jungs auch das entdeckt haben und eine Idee haben, wofür das sein könnte. Wir sind gespannt. So, jetzt kommt's zum besten Part. Der Schokopudding. Komisch, ne? Nachtisch geht irgendwie immer. Natürlich. Schmeckt, wie er schmecken muss. Sehr lecker. So, und da ja heute, wie schon erwähnt, Weltfrauentag ist, hat Simone heute die einmalige Chance und Gelegenheit, mit uns diese tolle Serie Mandalorian zu gucken. Ganz bestimmt nicht. Also, was ich nicht gucken wollte, war ja The Last of Us. Ich habe mich ja überreden lassen. Ich bereue es nicht. Ich finde es super, das zu gucken. Und auch wenn hier der gleiche Schauspieler mitspielen soll, ich gucke das nicht. Und ich habe den Anfang ja auch hier gar nicht geguckt. Also, nein. Nein, nein, nein. Umso besser für uns. Das heißt, weg da. Weltfrauentag. Wo sind meine Geschenke? Wo sind meine Blumen? Wo sind meine Pralinen? Wo ist die Frau? Was? Hinter dir. Was passiert?
So, wir haben jetzt die zweite Folge geguckt und ich muss sagen, ich bin wie immer sehr begeistert. Also Mandalorian ist meiner Meinung nach die beste Star Wars Serie, die es bis jetzt gab. Und auch das von den Serien, von den Filmen weiß ich jetzt nicht genau insgesamt, aber ich sag mal, Mandalorian ist eins der besten Sachen, die Disney über Star Wars gemacht hat. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Mittwoch. Das habe ich auch gelernt, dass heute Mittwoch ist. März. Aber sehr passend, Stefan und ich machen heute Kellerstunde. Wir wiederholen die Stunde aus dem November. Das haben wir bisher noch nicht geschafft und das Wetter ist heute perfekt dafür, weil unter anderem wird Glühwein verkostet, weißer Glühwein mit Glühweintrüffeln. Und da machen wir uns einen netten Abend und ja, mit Speis und Trank. Ja, momentan schneit es draußen. Ich bin noch gar nicht so lange zu Hause, weil ich noch mit ein paar Freunden draußen war und den Schnee genossen habe. Denn ich mag den Schnee, schneit leider viel zu selten hier. Bei Simone bin ich mir nicht so sicher, aber Stefan, der mag den Schnee auf jeden Fall nicht so gerne. Ja, es stimmt. Ich bin kein Winterfreund. Es ist mir allgemein zu kalt. Und Schnee, ja, habe ich früher als Kind auch genossen. Inzwischen, also hier für Bremen, brauche ich es nicht mehr. Wenn ich in den Bergen wohnen würde, wäre es vielleicht ganz schön. Trotzdem haben wir uns das hier jetzt gemütlich gemacht, oder Simone hat es zumindest gemacht. Sie hat hier für diese Kellerstunde, was ist die Kellerstunde, für die sie alles vorbereitet hat? Das ist hier vom Bremer Ratskeller, so eine Veranstaltung online, die ist geboren während der Corona-Zeit, glaube ich. Und da gab es dann so in gewissen Abständen freitags immer eine Online-Weinverkostung. Und wie Simone schon sagt, haben wir die eine Folge hier verpasst, hatten uns den Wein dafür gekauft und im November war es, glaube ich. Und heute ist es soweit. Ja, total passend vom Schnee, habe ich ja eben schon erzählt, mit Glühwein und Glühweintrüffeln. Jetzt gucke ich hier auf dem Zettel, wo so ein bisschen immer beschrieben ist, was man so für Weine hat. Und ja, das ist heute die Weihnachtsmarkt-Edition. Also passt doch zum Schnee, ist doch alles fein. Es ist wieder Freitagabend, Punkt 19 Uhr, das heißt Kellerstunde live aus dem Bremer Ratskeller. Ja, die letzte Kellerstunde des Jahres heute hier aus dem Ratskeller. So, wir machen uns hier einen richtig schönen, gemütlichen Abend. Es ist draußen bereits dunkel geworden und Simone hat hier leckere Köstlichkeiten aufgefahren. Was haben wir denn hier alles so? Das ist ja schon alles angefressen. Wir haben Roastbeef, wir haben Salami, wir haben Schweinebraten, der ja vorzüglich schmeckt mit scharfem Meerrettich. Müsst ihr unbedingt probieren. Wir haben hier deinen Lieblingskäse, wo ich immer vergesse, wie der heißt. Keine Ahnung was. Bavaria Blue, genau. Wir haben bayerischen Weinkäse, wir haben noch Obertstar, wir haben Cracker und Laugenbrötchen. Also ich glaube, auch und Datteln im Speckmantel habe ich gemacht. Ja, und Wein halt, ne? So, ist ein bisschen später jetzt gerade. Und jetzt kommt's hier. Glühwein im März. Also ich weiß auch nicht. Oha, heiß. Aber schmeckt irgendwie. Es ist ein weißer Glühwein. Ja, ich habe mir sagen lassen, wir Bremer kennen hauptsächlich den roten Glühwein. Das Weiße war für uns was ganz Besonderes. Moment. Das ist ja der Feuerzauber. So sieht er aus. In der Pfalz, glaube ich, ist der Weiße eigentlich der übliche Glühwein. Die kennen den roten Glühwein gar nicht wie wir. Also habe ich auch jetzt erst gelernt. Geschoben, testet das mal eben. Also bitte nicht wieder warm. Und über Nacht ist noch mehr Schnee gefallen. Eine totale Seltenheit für Bremen. Also wir haben es ja schon manchmal, dass es so ein bisschen schneit, dann bleibt es aber nie liegen. Also dann ist es doch irgendwie trotzdem noch zu sonnig dafür. Was auch selten ist für Bremen. Naja, jetzt haben wir hier unten, wenn wir hier runtergehen, richtig viel Schnee auf dem Tisch liegen. Und ja, wir wollten mal abmessen, wie viel hier denn drauf liegt, weil das ist wirklich ja schon sehr dick. Ich werde gleich 1 Zentimeter dazu rechnen, weil das Lineal hier noch so 1 Zentimeter unter der Null hat. Also stecken wir das Ganze mal rein. 10 Zentimeter. Thank you.
ein gutes hat der Schnee oder mehrere gute Sachen, aber unter anderem unser Fenster ist wieder sauber. Erinnert ihr euch? Da war ja so ein riesen Vogelschiss drauf, nachdem Stefan die Fenster geputzt hat. Und das ist alles vom Schnee weg. Braucht er gar nicht mehr putzen. Hat er Glück gehabt, vom Urlaub das noch zu machen. Und nicht nur unsere Terrasse ist mit Schnee bedeckt, sondern ganz Bremen ist wirklich was Besonderes. Ja, es kommt nicht oft vor, dass hier der Schnee mal liegen bleibt. Und so ein Wetter lasse ich mir auch gefallen. Sonnenschein, blauer Himmel, es ist ein bisschen kalt und Schnee liegt nur noch da außerdem. Und trotzdem freuen wir uns, wie schon oft erwähnt, auf unsere bevorstehende USA-Reise nach Florida sehr. Hier ist ein bisschen Matsch gerade. Müssen wir kurz aufpassen. Da haben wir ungefähr 30 Grad. Und passend dazu habe ich hier auch einen Kommentar, den ich mal vorlesen möchte, den wir bekommen haben. So unverschämt und abgehoben, dass ihr nach Amerika schon wieder fliegt. Und ich war noch nie da. Abgehobenes Pack. Dann 400 Euro pro Ticket zu zahlen. Andere Menschen haben gar nichts. Spendet mal was anstatt das. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich war auch schon über diesen Kommentar gestolpert. Wollt es auch schon ansprechen? Wer möchte zuerst was von euch dazu sagen? Ich meine, es gibt dazu gar nicht viel zu sagen. Natürlich kann jeder seine Meinung haben. Es ist für mich oder für John und mich auch was Besonderes, in die USA zu verreisen. Sogar dann haben wir es jetzt geschafft, innerhalb von einem Jahr zweimal dort zu sein. Aber ich gehe dafür arbeiten. Ich stehe jeden Tag um 4:30 auf und ja, das ist eigentlich genug Grund. Und, ja, vielleicht sparen wir an anderen Dingen, dass sich die Urlaubskasse füllt. Das weiß ja keiner. Und Spenden ist immer so eine Sache. Und ich finde, in welchen Dimensionen soll man da spenden? Das, also, ne, aber. Es ist auch eine Ausnahme, dieser Kommentar. Genau. Wir kriegen sonst eigentlich überhaupt gar keine Beschimpfungen oder sowas. Ja, das spricht ja auch für eine Person, wie er sich äußert. Auch, sage ich mal, so einen Anreiz kann man auch in nette Worte verpacken. Hast du leider nicht geschafft. Genau. Und das abgehobene Pack geht weiter durch den Schnee. Wir haben jetzt inzwischen das Wochenende erreicht. Ja. Und wenn wir unser Geld spenden, dann haben wir ja auch nichts mehr. Naja. Ist ja leider so. Jetzt gehen wir erstmal was Schönes essen ins Restaurant. Abgehoben hin oder her und ja, genießen noch ein bisschen hier die schöne Schneelandschaft. Schön geheizten Lokal hier an der Schlachte und beobachten die Leute, die hier vorbeigehen. Und wir sehen auch hier die Biergärten, die schon eröffnet haben, wo aber die Tische und Bänke alle schön schneebedeckt sind. Das ist ein richtig toller Anblick, was selten ist eigentlich. Und eben haben wir hier auch ein schönes Foto gemacht. Sind wir mit drauf und zwei, die hier arbeiten. Richtig nett ist das hier. Ja, man kennt sich ja schon so. Ja. Also man hat hier mit der Bedienung immer so ein schon Kontakt, also deshalb haben wir hier auch an der Schlacht immer so ein gutes, wohlhabendes Gefühl. Nee, nicht wohlhabend, wie heißt das? Gemütliches Gefühl. Ja. Nee. Du bist auch so ein wohlhabender. Nein, ich habe mich versprochen. Ja, hier, und die Simone lacht auch schon, also was sagst du? Ja, ein wohlhabender, da sind wir wieder beim Thema. Nein, aber es ist so ein bisschen schade, seitdem die Biergarten hier eröffnet haben, spielt das Wetter nicht wirklich mit. Also vielleicht kommt das ja noch, ich hoffe ja noch sehr auf meinen Urlaub, dass dann das Wetter mitspielt und ich die Terrasse, die Stefan schon hergerichtet hat, auch nutzen kann. Bla bla bla. Und vielleicht den Biergarten. Bei uns spielt das Wetter auf jeden Fall mit in Florida. Naja, warm wird es auf jeden Fall sein, ob es sonnig sein wird, wissen wir nicht. Aber man kann es drehen, wenn wie man will. Einen Biergarten werden wir dort leider nicht finden. Da müssen wir dann ja drauf verzichten. Ja, dein Problem. Ja, mein Problem. Aber noch gibt es hier den köstlichen Gerstensaft.
So, meine Vorspeise ist da. Eine köstliche Gulaschsuppe. Habe ich gerade auch hier genommen. Ich mag normalerweise gar kein Gulasch. Also ich mag es schon, aber für mich ist das nichts Besonderes. Viele sagen ja, Gulasch ist so ein tolles Fleisch immer. Aber diese Suppe hier, einwandfrei, bei dem Wetter noch besser. Wo ist euer Essen? Das ist eine Vorspeise. Also wir haben uns keine Vorspeise bestellt. Das Ding ist, ich werde dann immer schon satt, bevor das Essen da ist. Das richtige Essen. Und Gulasch... Ich? Danke. Die ist heiß. So. Oh, danke schön. Und ja, Gulasch ist überhaupt nicht meins. Da sind wir wieder. Abgehobenes Pack. Der Herr bestellt noch eine Vorspeise, während wir anderen uns mit einem Gericht begnügen. Also, was fällt dir? Da geschieht es ja richtig, dass du dir den Mund verbrennst. Moment. Das ist nicht ganz richtig. Simone hat sich ein Essen bestellt. Wie ich sehe, Schweinemedaillons für 30... Nee, hab ich was anderes. Hähnchencordon bleu. Auf jeden Fall kostet 13,90 Euro. Meine Suppe kostet hier irgendwie was mit 6 Euro und das Baguette mit 8 Euro. Wären wir ungefähr beim selben Preis. Also abgehoben ist ungefähr, da gar nichts. Ja, du bist trotzdem teurer. Also, ne? Du bist schon abgehoben. Ich bin ja auch du mehr wert. Hört ihr? So, was man hier sieht, ist dann mein abgehobenes zweites Essen. Wie abgehoben? Fliegt doch gar nicht. Ja, richtig, aber trotzdem, wie ist es ja abgehoben. Nicht? Aber so, weiter geht's. Ja, mein erstes Essen, Chicken Nuggets mit Pommes. Ja, und bei Simone gibt es? Sag mal, was von der Wochenendkarte, finde ich ja immer toll, dass es wechselt. Ich habe ein Hähnchen-Cordon Bleu mit Bratkartoffeln und Sauce Hollandaise. Also, ist das denn vegan? Nein, natürlich nicht. Sind wir gerade auf dem Rückweg und Johnny hatte eine blendende Idee. Na, mal sehen, was das wird. Erzähl mal. Ja, hier ist so eine Bank bedeckt mit Schnee. Und ja, was passiert, wenn man sich auf Schnee setzt? Die Hose wird nass. Es schmilzt auch gerade alles, weil die Sonne so stark scheint. Oh, ja. Ich sehe, bei Steffen ist die Hose schon nass. Ja, ja, sehr witzig. Ja, bei der Vorstellung, dass ich gleich draußen jetzt, muss. Jetzt machen wir dreimal hier, wie heißt das hier? Schere, Stein, Papier, aber mit Brunnen, Stefan? Ja, mit Brunnen, das gehört irgendwie dazu. Bis drei, okay? Bis drei. Und wenn er dann gewonnen hat, muss dann... Der muss sich nicht hinsetzen, der Verlierer muss sich hinsetzen. Ja, alles klar. Wer sonst? Warte mal, zeig mal die Bank. Wo machst du? Ja, da ist die Bank. Oha. Ja. Boah, das ist so schon nass. Naja, gut. Egal. Gut, dann macht mal. Also. Hoffentlich wird man danach nicht gesehen, okay. Schön. Eins, zwei, drei. So, einen Punkt habe ich schon, weil ich hatte Brunnen, er hatte... Du nie Brunnen. Eins, zwei, drei. Eins, eins. Oh, oh, oh. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah. So, Stein und Brunnen. Bitte über den... Hä, zwei hast du erst. Ja, nein, wir haben jetzt noch... Nein, zwei hast du erst. Ach, wir sind erst bei drei. Ich dachte, wir machen dreimal. Ach so. Nein. Eins, zwei, drei. So, jetzt kannst du dich hinsetzen. Ja, tolle Idee habe ich da gehabt. Ja, nimm Platz. Hoch, Jacke hoch. Ja, mache ich doch ja, gerade extra. Gut. Oh. Scheiße. Schöne Reise jetzt. Oh, herrlich. Noch ein bisschen runterdrücken. Ja, manche Leute gehen Eisbaden, ne? Ich sitze schon drauf. Ja. Ein Mann, ein Wort. Ja. Zeig mal her. Hier ist noch ein Platz. Nee, ich will nicht. Ja, geil. So, dreh mal um. Ja, ist schön das. Ja, das sieht gut ja, aus. Ja, geil. Das Ding ist... Mann, was willst du meinen Arsch fühlen? So. So, ja. Bei mir ist das gar nicht so schlimm, weil... Ich ziehe mir zu Hause eh eine andere Hose an, also Jogginghose. Ich bin kein großer Jeansträger. Bei dir wäre das schlimmer gewesen, ne? Das stimmt. Ich habe nämlich gar keine Jogginghose. Doch hast du, oder? Ja, ja, die habe ich mal gekauft, wo ich noch gejoggt bin. Aber das mache ich ja nicht mehr. Das ist mir zu langweilig. Schöner Arschabdruck, ne? Genau, und was ich immer schon mal ausprobieren wollte, beziehungsweise also im Internet, jeder liest im Internet irgendwas und viele glauben ja auch alles, was da so gezeigt und gesagt wird. Ich weiß nicht, ob ich drauf reinfalle, es gibt so viele Lifehacks, wie manche Dinge einfacher funktionieren. Und ich habe gedacht, es gibt so Sachen, du probierst es jetzt mal aus anhand einer Mandarine. Die wird ja immer abgepellt, mühselig. Es soll auch einfacher gehen, Stefan. Habe ich auch schon mal gesehen, wie ging das nochmal? Ja, und du wirst die jetzt... Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das wieder war. Du wirst die durchschneiden und dann wirst du das so...
Da ich nicht mehr weiß, wie das geht. Warum machst du es nicht? Weil ich dachte, du bist mal der probiert. Ja, aber ich hab's halt gar nicht mehr im Kopf, wie die das gemacht haben im Internet. Hätte ich dir doch gerade gesagt. Ja, wieso machst du es dann nicht? Weil du doch hier das Versuchskaninchen bist. Küche so. Macht Simone. Sind hier in der Küche, also der Lifehack macht sie. Weil jetzt. Ich glaube, es wird nämlich nicht so funktionieren, wie es gezeigt wird. Achtung. Das wird doch in die Hälfte geschnitten, dann kann doch jeder eine Hälfte verwenden. Genau, aber ich wollte keine klebrigen Finger kriegen und ja, ich schneide jetzt mal eben durch. Achtung. Muss der machen, ja, muss ich wieder. Ich schneide. Achtung. So, und jetzt. Soll man einfach noch so machen hier. Genau. Und wir hier so randrücken. Oder so außen drücken, genau. Und ich finde, ja, das meine ich nämlich an diesen Lifehacks. Das ist so ein Quatsch. Das waren doch auch Mandarinen. Vielleicht, das ist doch keine, ist das eine Mandarine hier? Ja, natürlich ist das eine Mandarine. Das ist eine Orange. Ja. Nein, das ist eine Mandarine. So, und dazu muss ich sagen, und dann soll man diese nämlich so schön essen können. Mhm. Du hast nachher Küchendienst. Du wirst Küchen putzen. Das ist Quatsch. Also, es funktioniert, man kann das hier wirklich so abmachen und essen, aber man hat die Hände total eingeschmiert. Finde ich, ist der größte Schwachsinn. Schreibt mal, ob ihr auch schon Lifehacks ausprobiert habt und was ihr davon haltet. Quatschkram. Oder? Ja, in diesem Fall ja. Schmeckt ja aber. Soll ich mit einem schmutzigen Küchentuch mir den Mund abwischen oder was? Nee, die Hände. Ach so. Das kann doch nicht wahr sein. Du kannst jetzt die Küche sauber machen hier mit deinem... So, bei der Gelegenheit nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ich habe mich da sehr darüber gefreut und hoffe, dass ich alle Kommentare inzwischen mit einem Dankeschön beantworten konnte. Und was Besonderes ist noch passiert, ich habe hier das erste Album des Jahres. Und da liest man John Becker. Ja, da. Da. Das bin ich, falls man es vergessen hat. Gibt es nämlich so eine Wall of Friends auf der Blu-ray. Also ich muss mal erstmal sagen, dieses Album hier ist von Schiller. Und ich liebe die Musik von Schiller. Und es ist schon gehalten. Es ist das außergewöhnlichste Album. Nee, da unten steht ja nämlich der Barcode so komisch auf der Rückseite. Ja, was willst du denn damit sagen? Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass das ein tolles Format ist. Da sind vier CDs drin, davon oder drei CDs, eine Blu-ray. Die haben wir gerade reingelegt hier. Und musikalisch ist es für mich ein echtes Highlight. Und da ist auch so ein Buch mit dabei hier. Ist auch so eine besondere Edition. Und das Album heißt Illuminate. Das heißt ja sowas irgendwie wie Leuchten oder Erleuchten, glaube ich. Und das ist für mich also, viele fragen immer so, was wir für Musik hören. Das höre ich zum Beispiel. Und ich hoffe, dass auch ich in dieser Wall of Friends da drin stehe. Wollen wir nochmal eben gucken. Ich bin beruhigt, auch ich bin auf der Blu-ray verewigt. Ja, du sagst ja, das heißt sowas wie Erleuchten oder so, oder Erleuchtung. Stefan, hast du denn jetzt deine Erleuchtung gefunden? Ja, habe ich. Und zwar ist der Vlog jetzt nämlich beendet. Oder was meinst du jetzt? Was soll ich jetzt noch wieder... Ja, keine Ahnung. Quatsch mal einfach rum. Nee, wir wollen es nicht in die Länge ziehen. Es ist sowieso ein Wunder, dass wir wieder mal in dieser Zeit, wo nicht so viel passiert, einen Vlog voll bekommen haben. Wundert mich jedes Mal aufs Neue, muss ich sagen. Aber um es nicht überzustrapazieren, beenden wir es jetzt. Und das mache heute mal nicht ich. Och nö, ich habe das letztes Mal schon gemacht im Geburtstagsvlog. Also, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen netten Kommentar da, abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt. Erzählt euren Freunden gerne davon, wenn ihr euch hier gut unterhalten fühlt. Und abonniert die Glocke. Ich habe keine Ahnung. Aktiviert die Glocke. Aktiviert. Nachdem ihr uns abonniert habt, so, um nichts zu verpassen. Genau, ich kann es immer noch nicht alleine. Also danke für deine Hilfe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.